Tag Nummer 10, meine Lieben, und wir sind wieder da. Der 10. von 24 Tagen. Nun also ist es zweistellig. Wir melden uns jetzt zurück mit dem Adventskalenderprojekt, mit Politik Simulator 4, Palm Revolution, dem vierten Teil des Politik Simulators, mit mir zusammen Malte, mit dem griechischen Premierminister hier oben rechts zu sehen, meiner Wenigkeit, ja, und dem Projekt Schuldenfreiheit. Und wir haben beim letzten Mal, ja, uns noch durch ein wenig Verträge und durch dementsprechend auch ein paar Zahlen etc. durchgewurschtelt und haben jetzt eigentlich de facto nur eine Aufgabe, und das ist mal Zeit, das Land laufen zu lassen. Ja, wie sieht's denn derweil aus, währenddessen die Zeit schon mal läuft? Unsere ja, Sportler sind bereit. Das einfach fürs nächste Mal. Genau, hier. Also, schauen wir mal ganz kurz drauf. Unser Überschuss momentan 3,6%. Das sind umgerechnet, ja, roundabout 8 Milliarden Euro, die wir momentan hier in unserem Bereich festhalten können als Überschuss, den wir haben. Das sind, ja, relativ exakt momentan 2 Milliarden, die wir dann dementsprechend vertreten können. Also 2 Milliarden, die wir pro, ja, nun Quartal abbauen dürfen. Abbauen, wovon abbauen? Ja, von den noch verbliebenen 149%, die es insgesamt sind, meine Lieben, also 149% Staatsverschuldung, sind wir mittlerweile schon ein bisschen runtergekommen von den ehemals 100, keine Ahnung, 75, 76, 77, was das da mal waren. Aber halt immer so, dass man sagen muss, es ist ein weiter, weiter Weg tatsächlich noch bis zur Schuldenfreiheit. Und ja, ab jetzt tatsächlich exakt nur noch 2 Wochen bis Heiligabend. Also, die Zeit läuft jetzt schon gut gegen uns. Dafür gibt es natürlich auch ein paar positive Zahlen und da seht ihr es auch direkt schon, da sind sie nämlich mitgeliefert, nämlich die Wachstumszahlen unter 14,8% und die Arbeitslosigkeit, die jetzt noch bei 4% liegt, also herausragend sich dadurch entwickeln geht. Ja, Glückwünsche kriegen nochmal für unsere hohe Popularität. Unsere eingeschleuste. Und hier wurde wieder umgelegt, Sekunde, das lässt nur eben kurz richten. Ja, also da sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Wir gucken mal ganz kurz auf die Währung hin drauf. Wir haben tatsächlich momentan jetzt eine Inflation, die es tatsächlich langsam anzieht. 3% Inflation sind es. Die große Preisfrage ist, schafft es gerade der Euro momentan nicht, unser horrendes Wachstum abzufedern, was mich gerade bei der kleinen griechischen Wirtschaft, die wir nun sind, doch etwas stutzig macht. Wir haben momentan nämlich Wachstum von 14%. Okay, das ist natürlich ziemlich horrend und ja, wird auf jeden Fall nächstes Jahr auch ein bisschen anders aussehen. Das habe ich schon so angekündigt gehabt. Müssen wir mal schauen, wie sich das dann genau entwickelt. Ja, ich will mal gerne mal auf die Wachstumszahlen so der wichtigen Staaten hier in Europa schauen. Blicken wir zunächst erstmal hier ganz kurz auf die Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit ist momentan bei 4%, 4,1% um genau zu sein. Das heißt also jetzt mittlerweile schon echt sehr, sehr niedrig. Wir gucken nochmal drauf. Sie ist also momentan ja hier unterwegs, hier zwischen Madagaskar, Indien, ja, also unter Deutschland. Das ist eben eine relativ exakt ähnliche Arbeitslosigkeit wie Deutschland. Hier kommen ein paar andere Staaten um selbe Eck quasi geschossen. Ja, China auch 4,2%. Portugal 402, ja, also sind es ungefähr in einer relativ illustren Gesellschaft momentan, was das angeht. Also die Arbeitslosigkeit kann man, denke ich, schon so sagen, haben wir jetzt echt gut im Griff bekommen. Also da scheitert es jetzt tatsächlich nicht mehr dran. So, schauen wir mal auf die Wachstumszahlen in wichtigen Staaten Europas gerade, beziehungsweise die Staaten, die den Euro haben. Wie sieht es momentan da aus? Wachstum 3% momentan, aber interessanterweise tatsächlich die Inflation eine andere als bei uns. Ja gut, okay, natürlich, das Geld zirkuliert bei uns ein bisschen mehr, aber eigentlich müsste der Euro da relativ viel von abfangen können aus der ganzen Story heraus. Müssen wir überlegen, mal schwer, ob das seine Richtigkeit hat. Was meine ich mit seiner Richtigkeit hat? Ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, das Problem ist, wir können den Zinssatz nicht anheben gehen individuell, sondern sind dann ein bisschen auf die EZB angewiesen. Und wenn das Geld bei uns alleine so schnell zirkulieren sollte, dass einfach nur wir bei uns so eine Inflation kriegen, dass bei uns die Preise einfach im Vergleich zum Rest ansteigen und das nicht dadurch aufgehoben wird, dass quasi der Rest hier quasi mit im Topf sitzt, dann sollte ich vielleicht doch mir nochmal über die Drachme vielleicht ein paar Gedanken machen gehen. So, aber erstmal lassen wir das noch stehen. Wir gucken uns das immer an, noch so bis zum, keine Ahnung, Jahreswechsel, vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus. Wie das ist, aber das muss ich so ein bisschen im Hinterkopf noch behalten. Was sagt denn der Rest? In Frankreich sind es 3% Wachstum. Also ja, das Wachstum ist gut, aber das ist jetzt nicht horrend. In 3,6% in Italien, das ist aber nichts, also wo ich ja sage, wäre das in Realität so, wäre es geil. Da würde ich mich richtig drüber freuen, könnte sich Europa wirklich drüber freuen, wenn tatsächlich hier permanent so 3-4% Wachstum herrschen würde. Aber es ist nichts so, wo jetzt auch dann Inflation so derbe anspringen müsste. Wie gesagt, müssen wir im Auge behalten. Kann sein, dass ich da vielleicht sonst wirklich was tun muss, weil wir einfach individuell einen anderen Leitzins brauchen. Ermordung der gefeierten Sängerin, ach du Heilige. Es ist schrecklich.
Nein, nein, kein Selbstmord, da gibt es keinen Zweifel, aber ein schrecklicher Mordanschlag. Ja, ja, die Journalisten sind bereits dort. Ach, du Heilige. Oha. Diese dämlichen Dreckskollegen hier, die dämlichen Terroristen, die machen auch echt gut Stress. Hier ist also gerade tatsächlich ein, ja, Held der Jugend, quasi ein Idol der Jugend hier umgebracht. Oh, wer war dafür verantwortlich? Terrororganisation zu der Operation bekannt. Wir haben die Informationen unserer verschiedenen Dienste nachverfolgt. Der Hauptdrahtzieher bei dieser Operation wurde identifiziert. Achso, okay, dann war es tatsächlich wie so ein einzelner Terrorist innerhalb der Akten. Aber ihr wisst ja, um diese Aktengeschichten kümmere ich mich ja jetzt nicht mehr so gerne drumherum. Das habe ich früher, habe ich das mal sehr intensiv gemacht, tatsächlich mir immer die Akten dieser ganzen Kollegen angesehen. Aber das war dann doch ein wenig arg stressig, also... Sollte man sich tatsächlich nochmal vielleicht irgendwie ein automatisierenderes System überlegen, wie man das ein bisschen besser angehen kann, als so wie es momentan in Politik so gehandhabt wird. Das ist noch so nicht ganz so geil, muss ich tatsächlich sagen. Also diese Terroristenakten so ist ein cooles Feature, aber könnte halt auch ein bisschen besser sein. Gut, dann wie gesagt machen wir es weiter und schauen uns erstmal, dass wir ein bisschen vorankommen. Wie gesagt, ne, Richtung nächstes Jahr, dann können wir auch einer meiner Männer halt natürlich auch dadurch dann hier unsere Schuldenlast drücken gehen, unsere Inflationsgeschichte können wir auch dadurch noch drücken gehen, indem wir dann die Steuern erhöhen könnten, ja, vielleicht eventuell, wenn die Wirtschaft so gut läuft, um die ein bisschen so abkühlen zu bringen, damit auch die Inflationsproblematik zu regeln. Also das kriegen wir schon, denke ich, irgendwie hin. So, der Welterschöpfungstag lässt mal wieder grüßen. Stimmweltmeisterschaften waren ein voller Schlag ins Kontor, also ins Wasser hinein. Glückwunsch, oder auch halt auch nicht. Ja, keine Ahnung, die neue Küste ist ja da. Kann man ruhig mal ein bisschen mehr schwimmen gehen. So. Gut, okay. Damit jetzt also den August erreicht. Und von hier aus sind es jetzt noch 2 Monate, bis die Kraftwerke fertig sind. Wir haben ja ein paar Wasserkraftwerke gebaut in der letzten Folge. Wir mögen uns daran erinnern. 3 Terawattstunden waren das, glaube ich, die wir da uns versucht haben ranzuholen, um da unseren Alabanien, alles klar. Wer kennt es nicht? Wer kennt nicht Alabanien? Es geht wahrscheinlich um Albanien. Aber Albanien möchte tatsächlich jetzt Mitglied der EU werden. Ja, spricht für mich erstmal nichts gegen. Ne? Also mit Albanien habe ich es, glaube ich, auch so historisch betrachtet weniger Stress. Ne, das kann man schon, denke ich mal, so mitnehmen. Ist okay. Inflation mittlerweile ist bei 4,2%. Gefällt mir nicht. Aber ich muss es noch ein paar Monate durchhalten. Nächstes Jahr wird es dann ein bisschen besser werden. Aber ich muss auf jeden Fall schon mal Hinterkopf behalten, dass ich wahrscheinlich ein paar Beamtengehälter nächstes Jahr erhöhen muss. Da werden wieder ein paar Gelder reinfließen müssen, einfach wieder auf inflationären Gründen. So, Beherrschbarkeit der Kernspaltung. Oha! Herr Premierminister, unserem Physikern ist es gelungen, eine Kernspaltung herbeizuführen, die eine Kettenreaktion zu kontrollieren, die aus der Bombardierung der Atomkerne besteht, eine ungeheure Energie freigesetzt wird. Wir sind in der Lage, dies in Reaktoren durchzuführen und dabei freie Energie zu nutzen. Wir sind zwar nicht die Ersten, aber wir könnten daraus ein Patent machen. Nee. Zivile Atomkraft wird trotzdem nicht patentiert. So, die große Armut nimmt zu. Aktuell sind es wieder 19%. Sehe ich das gerade richtig? Hat das wieder zugenommen? Nee, ach, das ist da so Ruhe. Wir haben das tatsächlich abgebaut und über 1% haben wir Arme quasi rausgefiltert jetzt schon hier. Von daher ist okay. Wir tun tatsächlich eigentlich schon noch einen ganz guten Job. Gut, so kann man es erstmal, denke ich, laufen lassen. Ja, bis dann, wie gesagt, also Oktober dann die Kraftwerke fertig werden sollen. Dann müssen wir gucken, ob wir dann immer noch Energiemangel haben. Wenn ja, ist schlecht. Müssen wir es tun dann nochmal. Aber ich hoffe, unsere Sportler da vielleicht irgendwie die ganze Geschichte umgehen. Also schön wäre es auf jeden Fall gewesen, wenn wir das dann ein bisschen anders handeln können. Na, wie gesagt, also 3 Terawattstunden bauen wir jetzt. Müssen wir schauen, wie viel dann vielleicht noch wieder fehlt. Na, wir haben ein paar Verträge im Nachhinein auch vielleicht auch geschlossen. Ich weiß nicht, ob die in der letzten Rechnung, doch, die waren in der letzten Rechnung auch schon drin gewesen. Naja, eigentlich dürfte da jetzt nicht so viel passieren. Vielleicht noch maximal 1 Terawatt, den wir vielleicht noch hinterher basteln müssen. Mittlerweile, also wie gesagt, können wir auch jetzt tatsächlich Atomkraftwerke bauen, wenn wir denn wollen. Ist tatsächlich mittlerweile sogar im Bereich des Möglichen. Muss ich mal schauen, wie der Kostenfaktor da so aussieht, ne? Ob ich jetzt Atomstrom so geil finde oder nicht. Und wenn wir Atomstrom setzen, dann setzen wir es auf jeden Fall auf eine der x Millionen Inseln, die wir jetzt hier haben, weil das brauche ich nicht auf dem Festland. Das können wir uns woanders in Schengen gehen. Hier aber so ein bisschen größer, also jetzt auch nicht sofort eine, die dann instant untergeht, wenn es dann mal hier wieder ein bisschen kritisch wird. Also ich weiß nicht, vielleicht Rhodos könnte ich vielleicht opfern gehen, Kreta ist ein bisschen zu groß. Vielleicht sonst mal gucken, was da sonst noch so gibt. Ja, und dementsprechend jetzt aber erstmal zum September hin den nächsten Autosave, den wir wieder durchheizen können. Und ich sehe schon 3 Meldungen hier oben jetzt, was dann unseren Geheimdienstchef angeht. Davon sind dann wahrscheinlich 2 hier. Die Feststellung. Das Risiko. Unser Tod.
Unsere eingeschleusten... Oh, super, hat's direkt instant beide erwischt. Ja, herrlich, da habe ich jetzt natürlich wegen dem Autosave nicht so ein besonders glückliches Händchen mit gehabt fürs Timing. Dementsprechend da jetzt nicht so gut rangekommen. So, ehrgeizig neues Raumfahrtprojekt wird natürlich nicht gemacht. Ja, ich hatte ansonsten angekündigt gehabt, stimmt, in der letzten Folge, dass ich noch vielleicht eine Idee hätte, nachdem wir unsere Partei auf uns zu sprechen ist, dass ich vielleicht noch eine Idee habe, wo man tatsächlich nur Gelder einsparen gehen könnte. Unsere Partei ist momentan sehr gut auf uns zu sprechen. Wir schauen mal ganz kurz hinein. Tatsächlich 100% treu gegenüber dem Staatschef, also man könnte sich tatsächlich erlauben, noch einen Schuss vor ein Bug zu setzen. Und meine Überlegung wäre jetzt vielleicht gewesen, tatsächlich noch ein wenig Armee abzubauen. Die große Preisfrage ist jetzt natürlich, wie viel zahlen wir denn für den ganzen Bums hier? Das ist natürlich das große Thema. Wir haben natürlich primär 100.000 Soldaten, wenn ich jetzt das runter, 140.000 Soldaten, wenn ich da jetzt runtergehe, auf 100.000 Soldaten sind das 800 Millionen Euro, die wir nur einsparen würden. Ich glaube, das versuche ich tatsächlich mal. Das könnte tatsächlich hier noch ein bisschen Geld ersparen gehen. Wie gesagt, Arbeitsmarktlage sieht tatsächlich ganz gut aus. Hier ist nochmal eine kleine Abrüstung. So, ja, minus 3-4%, aber wie gesagt, da sparen wir tatsächlich noch ein paar Gelder ein. Wie gesagt, könnte bei der Politik hier bei unseren Kollegen nicht so gut angekommen sein. Schauen wir mal rein. Na, hat sich anscheinend noch nichts verändert. Aber ja, da, also wie gesagt, noch ein paar Gelder, die ja gespart werden aus haushaltstechnischer Sicht. In der Hoffnung, dass das ja trotzdem noch irgendwie einigermaßen klar geht. So, ansonsten sieht das soweit ganz gut aus. 90% Beliebtheit. Ja, nochmal da, also ein paar Gelder eingespart. Sind jetzt dann bei ja ungefähr wieder 9 Milliarden angekommen. Also da, wo wir waren, bevor wir roundabout diese dämlichen Kraftwerke bauen mussten. Dementsprechend natürlich jetzt die Arbeitslosigkeit wieder leicht angestiegen. Jetzt sind wir wieder bei 5% Arbeitslosigkeit. Ist natürlich klar, wenn ich jetzt nochmal eben 40.000 Soldaten auf die Straße setze. Das sind doch schon mal gute 3-4 Divisionen, die ich da jetzt einmal hingepackt habe. Ja, da ist natürlich klar, dass sich ein bisschen die Arbeitslosenzahlen auswirkt. Unser Eingesch... So, wieder aufgemordet. Zack. Terrororgan. So, und wieder irgendwelche terroristischen Anschläge. Aber ja, wir halten da weiter gegen die Terrororganisation. Mal gucken, vielleicht kriegt man irgendwann doch den durchschlagenden Erfolg, auf dem wir hier ja nun doch schon, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr gut durchgehend warten. Vielleicht brauchen wir auch ein paar mehr Leute, einfach, dass es tatsächlich ein bisschen Personalmangel-Ding ist. Naja, weiß ich jetzt noch nicht ganz. Will ich noch nicht behauptet haben. Egal. So, unsere Zahlen hier, unsere Beliebtheit nimmt weiter ab. Die wiederholte Stromausfall, natürlich die Unzufriedenheit steigt. Ja, wie gesagt, unsere Kraftwerke gehen jetzt innerhalb der nächsten 2 Wochen an Betrieb. Dementsprechend dürften dann die jetzt dann noch dazukommen. Ich hoffe, dann dürfte das Problem gleich erledigt sein. Das wäre zumindest sehr, sehr schön. Ich glaube, wir gucken mal so Richtung 10.10. müsste ungefähr dann diese Kraftwerksgeschichte stehen. Dann müssen wir schauen, wie viel Stromlücke wir noch haben. Wie gesagt, ich hoffe, dass das nicht mehr als 1 Terawatt ist. Das müssen wir dann auch gebaut kriegen. Ansonsten auch halt noch der Blick dann halt nach Atomkraftwerken, ob da vielleicht sich nicht lohnt, eins zu bauen. Ist ja nur für dieses Projekt, wie gesagt, hier hat es ja jetzt auch nicht unbedingt was mit Nachhaltigkeit zu tun. Hier geht es ja darum, Schuldenfreiheit zu erreichen, ohne jetzt hier gleich völlig den Kandarren vor der Wand zu knallen. So, wobei ich auch sagen muss, bei der Lücke, die wir jetzt hier schon wieder haben, könnte vielleicht eine Erhöhung der Pornografiesteuer auch mal wieder im Raume stehen für die Beliebtheit. Ja, 87% ist jetzt nicht der wahnsinnige Brüller, muss ich tatsächlich offen zugeben. So, aber neues Quartal, 2.10. Das heißt natürlich jetzt auch wieder neue Zahlen, weiterer Schuldenabbau. Wie gesagt, also so geplante 2 Milliarden sollten das jetzt ja schon sein. Da sind sogar knapp 3 so geworden. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, das dürfte uns dann nochmal ein bisschen weiter drücken. Wir schauen nochmal ganz kurz eben drüber. Sind jetzt dementsprechend bei 142% nur noch an Gesamtverschuldung. Ja, 143, wenn man es rundet. Ist halt immer noch ein steiniger und weiter Weg, aber zumindest auch jetzt wieder ein Stückchen besser geworden. Mal schauen. Da gibt es halt noch weiteren Spielraum auf jeden Fall in unserer Haushaltspolitik, das ist ja auch nicht so verkehrt. So, den nächsten Agenten, den es erwischt hat, sag mal, Alter, wie schwer sind denn diese Organisationen zu knacken? Meine Fresse, habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass Organisationen wirklich so widerspenstig sind. So, und dann schauen wir jetzt mal drauf, was also die Wasserkraftwerke uns so erzählen. Vielleicht haben die ja jetzt hier noch einen gescheiten Punkt, den die machen können. Bezüglich der Energie, so Wachstumsprognose, ja, ungefähr 14% Anstieg der Arbeitslosigkeit jetzt, ja, okay, schauen wir gleich mal rein. So, erstmal hier Wirtschaft, okay, sind es bei 13,86%. In der Währung sind wir jetzt bei einer Inflation von 6%. Deswegen meine ich, dass das momentan nicht so geil ist, aber nächstes Jahr sollte es ein bisschen besser sein. Auf jeden Fall kann ich dann an der Steuerbremse noch was drücken. Dann wird da ein bisschen gegengerudert. So, und dann jetzt der Blick auf die Energie. Wir schauen mal hinein, sind jetzt tatsächlich bei einem Energiemangel von 5. Okay, also tatsächlich noch mit einem dicken Energiemangel versehen. Nuklearkraftwerk würde uns 20 bringen. Damit wären wir auf jeden Fall auf Jahre hindurch. Es würde halt nur hier wieder eine dicke Kostenfrage entstehen und die ist horrend. Also man kann das gesamte Let's Play jetzt versuchen abzudecken, dann hätten wir im Februar bei 10 Milliarden Euro ein Kernkraftwerk stehen.
Das Problem ist, nur so viel Geld habe ich nicht. Ja, da müsste ich tatsächlich vielleicht ein wenig zurückrudern. Aber 21 Terawattstunden, ja, das wäre halt sehr schnell durch das Thema. Als wenn ich jetzt versuche, da mich mit 5 Terawattstunden an Wasserkraftwerken wieder irgendwie über Wasser zu halten. Ja, oder die Leute müssen da noch ein bisschen mit auskommen mit dem Stromproblematik. Dann kriegen sie ihr dämliches Kraftwerk in einem halben Jahr. Oh, das ist so viel Geld. Aber wir können auch bald, denke ich, die Steuern erhöhen. Ich denke, das kann man irgendwie wuppen. Dann haben wir jetzt 5 Milliarden jährliche Rückzahlung. Haben im halben Jahr dann das Atomkraftwerk stehen. Das ist dann also im April. Ja, komm mal, dafür setzen wir eine Fernsehansprache mit hinein. So, und jetzt gucken wir, worauf wir das hinsetzen. Wir werden tatsächlich ein Atomkraftwerk bauen. Also, Rhodos wäre theoretisch eine Möglichkeit. Diese Insel ist mir ein bisschen zu dünn. Hier hätte ich da auch vielleicht noch Bock drauf. Ja, komm, dann basteln wir das tatsächlich relativ zentral hier hinein. Habt ihr schon gesehen, 0,5% ist unser Satz hier nach unten gegangen. Also sind jetzt tatsächlich nur noch bei, ja, 7 Milliarden, 8 Milliarden Überschuss. Ihr fragt euch übrigens, warum... Ja, stimmt, warum ist das jetzt eigentlich so? Jetzt frage ich es gerade sogar selber. Na egal, schauen wir jetzt mal hier den Auftritt an. Verehrte Mitbürger, in diesen Zeiten knapper Ressourcen können wir nicht von der Elektrizität unserer Nachbarn abhängig sein, können wir uns nicht auf Gasimporte verlassen oder als Geiseln des Barrelpreises für Öl der Marke Brent Crude gehalten werden. Dementsprechend habe ich beschlossen, ein ehrgeiziges Energieprogramm ins Leben zu rufen, welches auf Atomkraft als schadstoffarme Energiequelle beruht, in die Experten unerschöpfliches Vertrauen setzen. Ja, ich weiß, es ist halt ein gewagtes Ding. Falls ihr jetzt fragt, warum sind irgendwie die 5 Milliarden nicht original 5 Milliarden abgerechnet worden, das frage ich mich gerade selber. Also wir haben auf jeden Fall eins auf den Latz gekriegt. Aber das war nicht so viel, wie ich jetzt hätte erwartet. Ach, natürlich, ah, bestimmt haben wir es wieder als Neuverschuldung, das bestimmt aufgegeben. Gucken wir kurz hinein. Hier irgendwo? Ne, auch nicht. Hm. Seltsam. Eigentlich hätte das mehr sein müssen. Kann ich euch nicht ganz klar sagen, wo das jetzt herfinanziert wird. Aber auf jeden Fall, damit dürfen wir in einem halben Jahr dann alle unsere Stromsorgen auf jeden Fall das gesamte LP dann durchhaben. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. So, Stabilitätspakt kann man irgendwann zustimmen. Wir haben momentan sowieso kein Problem mit Haushaltsstress. Das sieht ja soweit schon ganz gut aus. Aber ja, dann können wir da definitiv gegen anarbeiten. Wie gesagt, wir müssen nur mal schauen, wo die Inflation jetzt nochmal hinträgt. Nochmal einen EU-Gipfel treffen. Und hier die Reproduktion von Stammzellen. Das ist tatsächlich bei den Kollegen möglich. Mein Glückwunsch. Ja, wie gesagt, Bildung, Forschung, das sind noch Punkte. Da müssen wir auch noch unbedingt eigentlich Geld reinbuttern gehen. Aber oh, es ist so schwierig. Guten Tag. Da kann ich jetzt eigentlich Geld auch nur schwer für locker machen. So, was willst du? Du willst verkaufen. Uns verkaufen, noch Rindfleisch verkaufen. Wir können es noch gebrauchen. Ja, wir können es noch gebrauchen. Ist okay. Der Preis ist auch nicht überragend schlimm. Und da kann man seinen bulgarischen Nachbarn schon mal ein gutes Geschäft abschließen hier. Unser Eingang. Wie dein Agent, den es umgelegt hat. Ich fasse es nicht. So, da ist jetzt die Abrechnung gewesen. Ja, das habe ich mir schon eher vorgestellt. Jetzt stimmt das wahrscheinlich schon erheblich eher, als es vorhin war. So, und wieder die Stromknappheit, die jetzt zu Buche schlägt. Wir sind jetzt tatsächlich nur noch bei 5 Milliarden. Ja, ungefähr 5 Milliarden. Wir gucken nochmal rein in den Energiemangel, in den Energiesektor. Also es sind, ja, drei. Es bleibt erstmal bei 3. Aber ja, der Energiemangel macht uns tatsächlich auch zu schaffen. Beliebtheitstechnisch, wir gehen jetzt in die Pornografiesteuer. Nein, ich brauche mal wieder ein bisschen Beliebtheit. So, Pornografiesteuer und haben bei 60%. Wir werden das Ding jetzt erhöhen gehen auf 75. Das dürften wir erstmal ein bisschen Luft verschaffen. Im Parlament kriegen wir dafür aufgrund unserer rechten Partei eine klare Mehrheit. Von daher, so, hoffentlich haben wir das Thema dann bald durch. So, das geht natürlich noch besser. Vorläufige Einschränkung der Stromkapazitäten. Herrlich, super. Ja, wieder gesenkt worden, um die Stromknappheit entgegenzuwirken. Wie gesagt, damit dürfen wir im nächsten Jahr dann auch nicht mehr den ganz großen Stress haben. Aber bis dahin müssen wir uns halt noch gedulden. So, die Kein-Mucks-Kollegen haben natürlich jetzt auch meine Beliebtheit durch die Pornografiesteuer auch wieder ein wenig gesenkt. Das war jetzt auch nicht so genial. Ja, schauen wir nochmal, Gesetz in Bearbeitung, 2.11. Dann kriegen wir also unser Ding hier durch. Ja, und wie gesagt, die Überschüsse jetzt mittlerweile nur auf 5 Milliarden zusammengeschrumpft. Alter, Leute, es läuft nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber wie gesagt, nächstes Jahr, Leute, nächstes Jahr, ich lege da große Hoffnung drauf, wenn das Wachstumszahlen noch stimmen, dann werden Steuern fett erhöht, dann kommen Gelder wie eine Kassen reingespült und die Inflation kriegen wir vielleicht dann dadurch in den Griff, dass wir dann auch nicht mehr so ein großes Wachstum haben, weil wir das durch Steuererhöhungen dann in den Griff kriegen. Ja, das wäre doch was Feines, Leute. Darauf hätte ich doch Bock. Also, ich hoffe, dass es dann alles so aufgeht, wie ich mir vorstelle.
Aber wie gesagt, erstmal ins nächste Jahr rüber retten und schauen, wie dann jetzt also die Zahlen aussehen. Und halt natürlich, klar, wir müssen noch die Besoldung der verdammten Drecksbeamten im Hinterkopf behalten, die natürlich dann gleich auch noch ein bisschen Erhöhung fordern gehen ihrer Gelder. So, wir haben unsere Beliebtheit dann wieder durch die Pornografiesteuer gerettet. Sehr schön, damit also jetzt wieder bei 96% Beliebtheit. Ja, das gute alte Ding funktioniert glücklicherweise immer noch, dementsprechend muss man da jetzt nicht den ganz großen Stress drum machen. So, wie dein Agent ihn erwischt hat, herrlich, super. Habt ihr noch mehr von den Dingern? Nervt mich sowas, ne? Unfassbar. So, du willst ein Treffen haben? Jep, soll's geben. Mein lieber mazedonischer Freund, auch Nordmazedonien hier, ist ja mittlerweile als Republik Nordmazedonien bekannt, nicht mehr Mazedonien, wie ich es früher kannte, aber naja. Ja, hier wegen der dämlichen Makedonier-Provinz, die dämlichen Streitigkeiten jetzt hier zwischen Griechen und Mazedonier ist hier beigelegt. Wollen wir mal gucken, was der denn so uns, Entschuldigung, zu erzählen hat. Wird eigentlich auch mal nicht ermordet? Kriegt eigentlich auch mal wenigstens wieder zumindest teilweise zerschlagen oder so ein Shit? Nervt mich ja. Guten Tag. So, Verkauf von Zucker. Du willst deinen gesamten Zucker verkaufen für auch wieder einen Preis, über den sie nicht meckern lässt. Ja, komm, dann fertig ist. So, damit haben wir das Thema also auch schon mal durch. Ja, und wie gesagt, dann warten wir jetzt ganz genüsslich darauf, dass das Jahr jetzt hier möglichst schnell zu Ende geht. Was sagt die Inflation, meine Lieben? Die Inflation macht mittlerweile 7,5%, also 7% Gehaltserhöhung muss ich den Leuten jetzt schon aufs Auge drücken. 5-7%. Ja komm, 5% machen wir mal, aber die müssen es tatsächlich auch bekommen als Lohnausgleich bei der steigenden Inflation. Tatsächlich, vielleicht eine steigende Inflation ist auch so ein Thema, Leute. Da mache ich mir momentan in der Realität ja auch ein bisschen Gedanken drum, ne? Also, weiß ja nicht ganz, ob das alles so momentan seine Richtigkeit hat. Ne, wir haben ja schon mal darüber gesprochen gehabt im Rahmen der Hilfspakete der Bundesregierung und so ein Shit. Mal schauen. Also momentan, officially sind die Inflationszahlen jetzt ja noch nicht besonders weltbewegend, aber diese ständige Geld reingepumpe, man weiß nicht, ob das auf Dauer gut gehen kann. Also zumindest meinen volkswirtschaftlichen Erkenntnissen spricht das so ein bisschen. So, und Strömung, das war hier, was ich gerade gelesen habe, mit die Gehirnströmung hier, externe Implantate, bionisch externe Implantate. Man kann es einfach halt den Empfänger mit den Gedanken fernsteuern. Ja, das klingt doch clever, ne, so, wenn du diese Implantate hier reinsetzt, dann kannst du, keine Ahnung, schon mal die Jalousien runterziehen, währenddessen du eigentlich auf dem Rückweg bist vom Auto von der Arbeit. Ja, kannst dann putze schon mal die Jalousien oder so ein Shit runter machen gehen. Oder was weiß ich was, irgendwas Schockfrosten im Kühlschrank oder im Gefrierschrank oder so ein Shit. I don't know. Oder den Staubsaugerroboter dann schon mal starten gehen. Das ist schon nicht so unclever, das kann man schon mal mitnehmen. So, okay, und dann rollen wir jetzt langsam aber sicher rüber ins nächste Jahr hinein. Okay, bitte keine Aufstellung, bitte keine Aufstellung, bitte keine Aufstellung, bitte keine Aufstellung. Achso, die grüne Arche mit der Klimaschutzwarnung, ja alles gut. Kein Problem, das lässt sich ja auch alles noch so gängeln. Ja, hier sehen wir es nochmal übrigens, die soziale Erderwärmung. Zack, 5,5%, da tut einfach keiner irgendwas, aber ist mir egal. So, die Schaffung eines künstlichen Roboterauges. Sehr schön, sensorische Analysen sind dementsprechend jetzt hier möglich. Ja, das ist noch ganz nett. Das Roboterauge, das wird dann auch patentiert. Jo, warum denn nicht? Um die Ermordung der Umweltministerien. Es ist schrecklich. Oh Gott, jetzt hat es tatsächlich einer aus meinem Kabinett erwischt. Himmel, Arsch und Zwirn. Jetzt geht's aber echt eigentlich zu weit. Also jetzt geht's schon an die Regierungskräfte. So, okay, neuer Umweltminister. Das könnte, na gut, bei dem mit dem Stein im Brett, das möchte ich nicht riskieren. Dann lieber die hier. Marina Andes wird die neue Umweltministerin jetzt hier. Zack, mal eben fix. So, blicken wir auf unser Überschuss drauf. Es sind ja immer noch gute 5 Milliarden. Ja, war aber auch schon mal mehr gewesen, ne? So, Weihnachten ist am Start. Jo, wissen wir. Ansonsten laufen die Föderationen hier noch. Ah, ich hoffe, dass wir das noch irgendwie wann durchkriegen. So, und mittlerweile auch schon quasi an der Realität in Zukunft ein Jahr vorbeigeschraubt. Und wieder ein Agenten, den es erwischt hat. Und wieder Stromknappheit, die uns jetzt hier wieder Stress macht. Mal kurz gucken, Atomkraftwerk. Ja, ein Drittel der Bauzeit haben wir durch, aber halt eben auch nur ein Drittel. So, da sind wir natürlich mit dabei. So, wieder Einschränkung der Stromkapazitäten, 5%.
So, wir sind bei Bestattung am Start. Natürlich, klar, wenn es einen Minister von uns erwischt, da sind wir natürlich dabei. Beitrittsgesuch der Schweiz. Jetzt geht's aber rund. Die Schweiz möchte gerne eingeladen werden und möchte gerne dabei sein. Einer meiner Männer kommt. In der Europäischen Union. Na hoppala, die Schweizer geben ihre Neutralität auf. Ja, das fände ich natürlich nicht ganz so schlecht oder so. Sollen sie mal ruhig reinkommen, die Schweizer Kollegen. Und tatsächlich anhand dessen, wie gerade die Beliebtheit nach vorne geploppt ist, glaube ich, dass sie sogar angenommen wurden. Jo, mittlerweile hellgrün. Doch, ich sag euch, die Schweizer sind tatsächlich, glaube ich, EU-Mitglieder geworden, officially. Endlich mal. Hat ja auch ewig gedauert. Grüße raus, meine Schweizer Freunde. Dämliche Neutralität. So. Gut, dann haben wir es jetzt gleich geschafft. Gleich endlich 2022 im Haus. Und dann können wir die Party starten gehen. So, religiöser Auftrag, so, zack, Misswirtschaft der Regierung, zack, dann, das kann auch weg. Und was bist du jetzt gewesen? Erkennen von Stimmen und Sprache der Stufe 1. Hat die USA unter Verschluss gehalten. Ja, wir können ihre Produkte kaufen, aber sie können sie nicht für unsere Wirtschaft nutzen, okay. Ja, und Ermutigung, guten Beispiel voran. Ja, wir haben hier gerade der Jahresumschwung, ich sehe es gerade. Entsprechend kann ich die Dinge alle löschen gehen und jetzt also den Jahresumschwung mitnehmen. So, und ja, geht er los. So, also Wachstum lag jetzt am Ende des Jahres bei 14,2%. 14,2% Wachstum diesen Jahr für die griechische Wirtschaft. Das ist nicht verkehrt. Das konnte sich wirklich durchaus sehen lassen. So, Staatskasse dementsprechend jetzt mit einem Überschuss hier unterwegs von insgesamt ja 4 Milliarden jetzt nochmal, die hinterhergespült wurden. Ungesunde Wohnungssituation, ja, 3200, okay. Hier ist nochmal dazu gekommen, wir sind tatsächlich ein guter Schüler, soweit alles klar. Soweit alles in Ordnung. So, Währung, wir schauen mal ganz kurz rein. 8%, ja, also 5% Erhöhung möchte ich den Beamten schon gewähren. So, haben jetzt einen Plus, ja, von momentan, wie viel? Noch 3,6 Milliarden. Ja, schauen wir mal hinein. Wir blicken mal drauf. Also, 5%. Das heißt, das sind 10% sind 130, 5%, ja, also 50, ja, machen wir 420, ne? 420 müsste das für die Bildung sein. 80 für die Forschung. Boah. 140 durch 2 sind 70, sind 80. 120 sind 60, sind 1300. So, 1000, ja, das sind auch 1300, so durch 2 sind 65, 1365 und die übrige Verwaltung, 1260 sind 1260. So, nochmal da, 300 Millionen ist also, die dann in die Inflationsentgegenentwicklung gehen, so, und dann hoffe ich jetzt also, dass wir ziemlich bald jetzt hier dann mit den neuen Wirtschaftszahlen arbeiten können und das Ganze dann für das kommende Jahr ein wenig besser aussieht und ja, wir jetzt also, wie gesagt, dann mit der fetten Steuerkralle da dann entgegenarbeiten können, dass wir da uns dann was aus der Wirtschaft rausschneiden gehen, das wäre nicht verkehrt. Ja, ansonsten schauen wir dann nochmal gleich, wie gesagt, abschließend einmal eben kurz durch die Zahlen weg, dann machen wir für heute Feierabend. Ich würde ganz gerne auch so bis zum 10. Januar gehen, das wäre, denke ich, noch in Ordnung. Und dann schauen wir einmal gemeinsam drauf. Ziehen Sie so ein bisschen seine ökonomischen Berechnungen. Ah, da geht's weiter. Ja, 2,5% Wirtschaftswachstum anscheinend. Unser Eingesch... Okay, alles klar, dann wissen wir also, woran wir sind. 2,5% Wachstum, das heißt, wir dürfen tatsächlich doch schon echt ein bisschen an der Steuerschraube drehen. Gut, okay, dann schauen wir uns jetzt durch. Also, wir haben jetzt insgesamt einen Staatsüberschuss momentan noch vor Steuererhöhung von 3,3 Milliarden. Das ist nicht so besonders viel, das hatten wir auch schon mal besser gehabt, aber ist okay. So, Staatsschulden mittlerweile runtergetrieben unter die 140 auf 138 jetzt insgesamt. 138, das heißt, momentan sind wir tatsächlich Platz 8, also wir verabschieden uns so nach und nach langsam aus den Top 10 heraus. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. So, das heißt, dorthin gehend, also unsere Schulden werden langsam abbezahlt. So, die Währung momentan halt mit 8% Inflation unterwegs. Wie gesagt, das dürfte sich jetzt dieses Jahr dann doch deutlich wieder einschränken, dadurch, dass wir einfach dann nicht so ein hohes Wachstum haben. Plus, ich werde dann noch mit den Steuern noch ein bisschen was annehmen. Das wird schon noch klar gehen. So, Wachstum 2,5%, wie gesagt, das wird noch ein bisschen senken gehen. Das wird, denke ich, soweit klar gehen. Ja, und dann bleibt noch der Blick auf die Arbeitslosenstatistik, die momentan bei 4,1% liegt. Das heißt also auch, die Soldaten, die zwischendurch dazu kamen, sind tatsächlich Lohn und Brot gebracht. Das heißt also, da haben wir uns jetzt relativ gut eingependelt bei 4% Arbeitslosigkeit. Ich denke, das passt dann soweit. Gut, dementsprechend würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus für heute. Wisst ihr also Bescheid, nächste Folge dann Steuererhöhung, die wir dann reinbringen werden. Gucken, dass wir dann unsere Finanzen wieder ein bisschen auf Vordermann bringen.
Ja, und dementsprechend war es das dann von meiner Seite aus. Ich bedanke mich ganz herzlich draußen bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge am morgigen Tage schon wieder. Bis dann, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du da gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.